Der nächste Gast, den muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Der hat vor jetzt schon fast 20 Jahren gesagt, so eine Hippies müssen nicht nur Cannabis, also so eine Hippies sollten nicht unbedingt sich nur der Cannabis-Legalisierung widmen, wie das damals war. Da haben alle, die sich für die Cannabis-Legalisierung eingesetzt haben, so ähnlich ausgesehen wie ich. Mittlerweile ist das ja anders. Das ist ja, sage ich mal, bunten Schmelztiegel der Gesellschaft hier, auch die Leute, die man hier so sieht, und das haben wir unter anderem dem Georg Wurth zu verdanken, der vor 20 Jahren schon gesagt haben hat, wir müssen der Cannabis-Legalisierung ein seriöses, ein ernsthaftes Gesicht geben, und ich würde sagen, ich liege da nicht falsch, wenn ich sage, das ist der Georg, das ernsthafte, seriöse Gesicht der Cannabis-Legalisierungsszene. Herzlich willkommen, Georg. Hallo, ihr drei lustigen zwei. Nächstes Jahr, nächsten Monat im September ist Bundestagswahl. Die Ära Merkel geht nach 16 Jahren zu Ende. Wir werden eine neue Regierung kriegen und es ist Zeit für Legalisierung. Wir wollen jetzt die Legalisierung sehen. Da wird sich eine neue Koalition bilden, eine neue Regierung, und die muss eine Vereinbarung treffen, Cannabis zu legalisieren. Jetzt. Wir haben alle Argumente auf unserer Seite und mittlerweile haben wir auch alle Fakten auf unserer Seite. Wir haben einige Staaten, die Cannabis legalisiert haben, schon vor Jahren. Die Daten sind da, einige US-Staaten, und alles, was wir auf positiver Seite uns theoretisch immer erhofft haben, ist eingetreten. Zum Beispiel jede Menge Steuereinnahmen, mit denen die da schön zum Beispiel Schulen sanieren. Es wird keiner mehr gejagt für Cannabiskonsum als Cannabiskonsument. In den entsprechenden Städten werden Zehntausende von Einträgen aus den Polizeicomputern gelöscht. Der Krieg gegen diese Leute ist zu Ende da. Absolut positiver Effekt. Die Leute werden nicht mehr von Arbeitsplätzen ausgeschlossen, weil sie Cannabiskonsumenten sind und so weiter. Und die Befürchtungen auf der anderen Seite sind eben nicht eingetreten. Es ist nicht zu einem Anstieg des Konsums, zum Beispiel bei Jugendlichen, ne, bei den Risikogruppen gekommen. Vielleicht ein paar ältere 50-Jährige, die mal probieren, irgendwie eine Flasche Wein dafür weglassen. Kein Problem, aber kein Anstieg bei den Problemkonsumenten, bei den Jugendlichen. Alles tutti. Wir haben immer recht gehabt und deswegen ist jetzt Zeit für Legalisierung. Wir brauchen keine Experimente mehr. Es wird ja viel darüber gesprochen, jetzt mittlerweile bis in die Reihen von CDU hinein, insbesondere SPD, Modellprojekte zu machen, die Konsumenten zu entkriminalisieren als erste Schritte auf dem Weg dahin. Aber wie ich gerade erklärt habe, brauchen wir das nicht mehr. Wir wissen schon, was richtig ist und dass das Verbot, so wie es jetzt ist, falsch ist. Deswegen Legalisierung jetzt. Wir haben voll recht. Nur... reicht nicht. Recht haben reicht nicht. Das ist das Problem. Die Leute, die denken, ja, ist doch alles klar, ja, ist doch alles super, wir brauchen keine Experimente mehr, die dürfen nicht glauben, dass es einfach so kommt, bloß weil wir da Recht haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es ist in der Politik vollkommen irrelevant, wer Recht hat. Die Frage ist, wo wird Druck gemacht? In welchem Bereich kommt Druck bei der Politik an und nicht, wo kommt an, dass sie Recht haben? Deswegen müsst ihr euch einmischen. Und deswegen haben wir eine Kampagne laufen für die Bundestagswahl, um den Politikern das klarzumachen. Wir werden von uns aus auch als zivilgesellschaftliche Organisation sozusagen, Deutscher Handverband, noch eine Menge tun bis zur Wahl, Plakate aufhängen, mehr denn je auch Online-Werbung machen für die Legalisierung. Da machen wir unseren Part. Aber viel wichtiger ist, dass sich alle Leute einmischen, die für die Legalisierung sind. Nicht zurücklehnen, nicht denken, wir haben sowieso recht, die Legalisierung kommt sowieso. Ich höre immer wieder von Politikern, von Abgeordneten, die sagen, da muss mehr Druck kommen von der Straße. Politik reagiert auf Druck. Deswegen haben wir dieses Jahr auch bei unserer Kampagne mit berücksichtigt, die Direktkandidaten in den Wahlkreisen. Viele von euch haben das vielleicht schon gehört. Ansonsten handverband.de/btw21. Super neues Tool, ja, bin ich total happy drüber, dass wir es hingekriegt haben. Ihr braucht nur eure Postleitzahl einzugeben auf unserer Seite, dann bekommt ihr ausgespuckt die Direktkandidaten eures Wahlkreises, wie die heißen, für die großen Parteien zumindest, und wie man die kontaktieren kann mit E-Mail und mit allen Social-Media-Kanälen, wo ihr euch direkt bei denen melden könnt. Und ich möchte, dass das alle machen, dass jede Menge Leute da mitmachen. Wir machen das schon eine Weile, einige haben das schon gemacht und wir kriegen schon Rückmeldungen, Politiker sind genervt, ja super, das ist genau der Sinn der Sache. Die sollen möglichst viel hören von der Szene, von Leuten, die sagen, wenn du es schaffst im Bundestag, ja viel Erfolg, dann erwarte ich von dir, dass du dich für die Legalisierung einsetzt.
Manche fühlen sich vollgespammt, manche wissen professionell damit umzugehen. Grüne, Linke, FDP, die sowieso für Legalisierung sind, die legen sich dann Textbausteine zurecht und sagen, jawohl, wir sind dafür, ja, wir arbeiten tatsächlich für dich. Das ist der professionelle Umgang damit. Aber auch wenn die euch schreiben, ey, lass mich in Ruhe mit dem Nervscheiß, ist das trotzdem gut. Es ist angekommen. Ja? Und wenn das 20 Mal ankommt und 50 Mal ankommt, dann sind das lauter einzelne Impulse, wo die angeschossen werden pro Cannabis-Legalisierung. Auch die, die gar nicht dafür sind. Es geht auch darum, den Widerstand der CDU zu verringern. Dass in Koalitionsverhandlungen, zum Beispiel Grüne, CDU, wer auch immer, wenn einer ankommt mit Legalisierung, dass die dann nicht wie die Betonwand da stehen und sagen, nein, mit uns auf gar keinen Fall, da geben wir euch lieber einen Atomausstieg morgen früh, aber niemals Legalisierung. Ja, darf auch nicht passieren. Möglichst viele Leute müssen sich auch bei denen melden und sagen, Leute, wir wollen Legalisierung. Und ich will, dass nach der Wahl, ja, kurz nach der Wahl, die neuen Abgeordneten im Bundestag zusammenkommen, jede Fraktion für sich. Und dann unterhalten die sich erstmal locker über den Wahlkampf, lernen sich kennen und fragen sich so gegenseitig, na, wie ist der Wahlkampf gelaufen? Was war denn bei dir so los? Ja, ich habe total viele Sachen gekriegt von wegen Klimawandel und Cannabis-Legalisierung, ja, bei den Grünen oder CDU. Ja, die Verbotsparteien und so, ja, guck mal, dass das nicht zu schlimm wird mit dem Ökowandel, ja, wir brauchen noch ein bisschen Wirtschaft bei der CDU und jede Menge Leute für Cannabis-Legalisierung. Ja, das soll an keinem da vorbeigehen, die sollen alle hören, es ist Zeit für Legalisierung und dann haben wir auch eine Chance, dass wirklich was passiert. Denn Deutschland ist nicht klar der nächste Staat, der legalisiert. Ja, braucht man sich nicht einbilden. Wir haben zwei Nationalstaaten auf der Welt bisher, die Cannabis legalisiert haben. Uruguay, Kanada, sonst nichts. Ja, das ist kein Selbstläufer, dass Deutschland der nächste Staat wird, der jetzt legalisiert, der erste in Europa. Ja, braucht man nicht glauben. Das passiert nur, wenn sich alle einmischen und nur dann werden wir einen echten Fortschritt sehen bei Cannabis. Deswegen brauchen wir euch, Zeit für Legalisierung, aber nur mit euch. Und deswegen ist es schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank dafür und lasst uns gleich eine schöne Parade feiern. Ja, recht herzlichen Dank, Georg. Ja, schreibt euch das hinter die Ohren. Ja, nutzt den Sommer dafür, die Abgeordneten noch ein bisschen zu nerven. Sehr geiler Ansatz.